Pflanze, die wir als Heilmittel zu uns nehmen, ist viel, viel mehr als der Wirkstoff, der drin steckt. Das ist natürlich ein Gottesgeschenk, dass wir in der Natur Lebewesen haben, die uns heilen und nähren können. Wir brauchen gewisse Dinge bei unseren Patienten natürlich auch, damit wir schnell auf diese Sachen zugreifen können. Denn es bringt uns einfach nichts bei akuten Beschwerden, wenn ich das nicht schnell da habe. Bitterstoffe sind ein bisschen in den Hintergrund geraten. Bitter ist nicht für jeden von uns ein angenehmer Geschmack. Wenn wir uns im Supermarkt umschauen, dann finden wir ein Riesenangebot an salzig schmeckenden Nahrungsmitteln. Wir finden ein riesiges Angebot an süß schmeckenden Nahrungsmitteln. Und wenn wir dann uns auf die Suche machen, erforschen wollen, was gibt's denn an Bitterpflanzen und an Bitterstoffen in den Nahrungsmitteln, dann wird's schon unglaublich eng. Ihr abends einen Melisse-Tee zur Regulation zwischen Vagus und Sympathikus Patienten vorschlägt oder euch selber macht, dann müsst ihr schon einen Esslöffel pro Tasse als Aufguss diesen Tee machen und mindestens 10 Minuten ziehen lassen. Bei der Melisse kommt es darauf an, dass ihr den wirklich hochdosiert verordnet. Probiert es selber mal aus und das Vegetativum wird sich schön ausgleichen. Die Weidenrinde, die ich vorher schon erwähnt habe, als natürliches Aspirin. Die Weidenrinde muss im Frühjahr gesammelt werden. Warum? Weil die Bäume im Saft stehen. Ein gehäufter Teelöffel Weidenrinde wird in einem Viertelliter kaltes Wasser gegeben, langsam zum Kochen gebracht, lässt es 5 Minuten ziehen. Danach wird es abgeseiht und getrunken. Das ist alles. Und ihr seht auch, dass es fiebersenkend wirkt, ähnlich wie dem Aspirin, schmerzlindernd, auch bei rheumatischen Beschwerden. Warum ich das hier so aufgelistet habe, hat einen Grund. Und der Grund liegt darin, dass diese gesamten Krämpfe durch eine Situation oft ausgelöst werden. Und das sind die Reizung der Rezeptoren. Dann die Cranberries. Da habt ihr wieder den Bezug zu der Harnblase. Ja? Also die Cranberries, wisst ihr, der Cranberry-Saft hilft bei Blasenentzündungen dadurch auch, dass er die Bitterrezeptoren stimuliert und natürlich auch über seine ganzen Vitamine, die er natürlich hat, wirkt sehr, sehr basisch auch. Also kann den Urin auch schaukeln, was die Bakterien nicht so gerne mögen. Christian Krämer. Ich bin Heilpraktiker seit 2000. Ich bin einer der Dozenten für die Phytotherapieausbildung. Mein Name ist Andreas Holzknecht. Ich bin Heilpraktiker in eigener Praxis seit 1997 und am Zentrum für Naturheilkunde als Dozent tätig seit 1999. Pflanze möchte ich noch nennen, die sehr intensiv Tonus regulieren wirkt. Das ist die Mariendistel. Aha, aber die Mariendistel ist doch eigentlich eine Leberpflanze. Gell? Die Wirkung, die die Mariendistel aber schon von Alters her hatte, dass sie regulierend auf Spannungszustände wirkt. Das Wissen in der Richtung ist heute kaum mehr vorhanden. Alle ganz herzlich. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid bei unserer Grundlagenfortbildung zur Phytotherapie.